Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sniper Ghost Warrior 2. Heute. Oh. Ja, wir haben uns ja nicht an die Regeln gehalten. Wir haben am Boss die Kacke gedampft. Sie werden sich verboten mit einem CIA-Kontakt. Hiesiger Ganove namens Merkel. Der einzige Wahl. Du hast von mir gehört. Doch die Geister von Blood Jaffa von Gerechtigkeit. Diese verdammten Tiere! Wir müssen einfach unter der Erde bringen! Scheiß auf die Mission! Du musst dich jetzt zusammenreißen, und zwar sofort. Wir dürfen uns keine Fehler leisten. Du hättest lernen sollen, wie man das Leben genießt. Jetzt ist es spät. Jetzt ist es Sinn, um auszuschalten. Ein Schuss, mach was draus. Nicht dein Ernst. Die Beweise sind deutlich, Sergeant. Verdammte Scheiße. Kannst du laut sagen. 14. April 1993. Operation Erzengel. In Sarajevo, Bosnien, 1500 Juliet. Ja gut, das Datum wissen wir ja schon. Oh, Spiel speichert auch mal. Ich bin ja begeistert. Jetzt kommen die Infos. Sergeant Anderson und Maddox? Jawohl, Sir. Wir haben in Bosnien die Kacke am Dampfen. Und als Bennings Elite-Aufklärungsteam müssen sie beide als Erste ran. Die Stadt Sarajevo liegt unter serbischer Besatzung. Wir erhalten verlässliche Berichte über weit verbreitete Gewalttaten. Die meisten gehen aufs Konto dieses Hurensohns, Major Marko Vladic. Vladics Todestruppen haben systematisch die Zivilbevölkerung im Starigrad-Bezirk ausgelöscht. Bei allem Respekt, Sir, warum ist dieses Arschloch überhaupt noch am Leben? Die NATO will nichts unternehmen, bis sie der Presse Vladics Kriegsverbrechen zeigen können. Der Sensenmann ist unterwegs und du schickst uns rein, um Paparazzi zu spielen? Sie werden sich am Boden mit einem CIA-Kontaktmann treffen. Ein hiesiger Ganove namens Merinov. Er bringt sie dahin, wo sie hin müssen. Oh, nehmen Sie Vladics Machenschaften auf Film auf und dann verschwinden Sie mit dem Beweis. Was ist, wenn wir auf Vladic treffen? Sie haben Ihre Befehle, Sergeant. Bringen Sie das Beweismaterial. Dann können wir uns über Vladic unterhalten. Verstanden? Jawohl, Sir. Viel Erfolg, meine Herren. Also wirklich. Das geht doch nicht. Wieso schickst du einen Scharfschützen los und er dann nicht schießen darf? Ich habe gehört, dass du diesen Kontakt vorgeschlagen hast. Wer ist der? Nur so ein Gangster. Ein richtiges Arschloch. Hat versucht, uns Katzenpisse-Schnaps zu verkaufen, als wir in Afghanistan stationiert waren. Aber wenn sich jemand in feindliches Gebiet einschleichen kann, dann ist er das. Er wird uns zu Vladic führen. Zu beweisen, meinst du? Genau. Achtung, Panzerfahrzeug auf 12 Uhr. Ich korrigiere. Heruntergekommener Post-Sowjetmüll auf 12 Uhr. Peile den Soldaten da drüben an. Entfernung ist 150 Meter. Der Wind ist gleichbleibend. Alles bereit für einen Angriff. Jetzt den, der den Motor repariert. Rechts. Sauberer Schuss. Folg mir. Ich hoffe wirklich, dass die Spione keine Treffen mitten im Kriegsgebiet anberaumen. Ja, verbuddeln sie keine Leichen mehr im Wald? Ein echter Zyniker. Wie ich gehört habe, ist dieser Kerl völlig verrückt und wollte sich nur an diesem bestimmten Ort treffen. Meinte, dass wir dort erstklassige Bilder bekommen. Und du nennst mich Zyniker. Ich sehe einen toten Kerl im Fenster, im ersten Stock des Hauses. Ich höre dich. Das Fenster ist besser. Netter Schusspartner. Bewegung im Inneren. Wir gehen vorsichtig rein. Ich bin dran. Gib mir Deckung. Wird gemacht. Wird auch Zeit, dass ich ein bisschen Action abbekomme. Werd nicht anmaßen, Karl. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Und ich dachte, dass Wheeler der Spießer vom Dienst ist. Vorwärts. Tja. Vorsicht. Zwei, drei Kerle. Einer am Fenster, zwei draußen. Angreifen, wenn ich Bescheid gebe. Erste Markierung links vom Gebäude. Er raucht eine. Alle machen. Sauberer Schuss. Der Typ mit dem Funkgerät auf der rechten Seite ist der nächste.
Letztes Ziel im ersten. Volltreffer. Ja. Patrouille kommt. Scheiße, folg mir. Erinnert mich fast an das eine COD Modern Warfare, wo du auch so geil eigentlich unten liegen bleibst und dann so eine ganze Patrouille an dir vorbei geht mit Panzer und Fahrzeug. Halt kein Laut. Es ist ziemlich ähnlich, nur dass wir da im Gras lagen. Ich sage an. Der Wichser gehört mir. Sieht aus, als ob sie in die Stadt ziehen. Wir müssen die Sache schnell erledigen. Größere Knarren gewinnen keine Kriege mehr. Aber das Bezahlen von Arschlöchern in schmutzigen Gassen etwa? Es geht ja nicht nur darum. Worte und Bild sind so mächtig wie eine Kugel und wir brauchen politische Zugkraft, um diese Sache zu erledigen. Scheiße, es wird schwerer und schwerer, mein Land. Halt, das Gebiet unten ist zu dicht, um eine Ballerei anzuzetteln. Wir müssen dort vorbeischleichen. Mir nach, cool bleiben. Klare Sache, Boss. Ziel vorne. Lass ihn. Er steht zu frei. Ich sage an. Noch einer rechts. Nicht schießen. Ging ein bisschen hinterher. Stopp! Lass uns gehen, vorsichtig! Puh, nochmal Glück gehabt. Ich sag an, ganz ehrlich, da habe ich drauf gewartet zu schießen. Trigger happy! Zwei weitere Männer auf Patrouille. Lass sie vorbei. Folg mir. Kontakt vor uns. Schalt sie aus. Leise. Kugeln sparen. Verdammt, was ist das? Das ist keine Rauchgranate. Wäre jetzt sonst schon verpufft. Lass uns so schnell wie möglich dort durchkommen. Oh, Scheiße, auf den Boden. Das war knapp, Karl. Erinnere mich, dass ich nicht mehr auf dich höre. Bekomm jetzt keine kalten Füße, Partner. Scharfschütze für dich. Oben. Lass uns
einen Zahn zulegen. Meinst du, du schaffst einen Doppelkill? Sauber. Den Kerl links kann man jetzt schnell umnieten. Ja. Sauber ins Herz. Es läuft mit der K hier. Also ich würde sagen, dass es jedenfalls eine K ist. Yo, was ist denn da los in der Stadt? Sicherlich Überreste der kroatischen Luftwaffe, die hier Fuß fassen wollen. Die müssen irre sein, so niedrig unter der Nase der Luftabwehr zu fliegen. Das geht mir am Arsch vorbei. Das einzige Los hier ist unser Treffen auf der anderen Seite des Platzes. Ich hoffe, du hast noch den Schreibkopf dabei. Sonst müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, ich hab sie. Lasst uns hoffen, dass diese Fliegerjungs abhauen, sobald wir ihren Job erledigt haben. Gib mir Deckung, ich geh rein. Abgefertigt. Erstmal nachladen. Willst du mich verarschen? Oh, zwei. Zweimal ein Double Kill. Nice. Ja, das kann ich mal Munition sparen. Wer weiß, wie lange das dauert? Wir müssen abhauen. Ich treffe dich etwas weiter am Tunneleingang. Gute Arbeit, Cole. Maddox klopft auf die Schulter. Puh. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben werde. Unser Mann sollte an der anderen Seite dieser Unterführung sein. Los. Da kommt jemand. Hier rein. Von hinten mehr als ein Double Kill durchschießen. Das sehe ich! Halt die Klappe und lass mich arbeiten! Fertig! Lass die Sau raus! Lauf! Das ist mein Style! Zwei... Puh, da muss ich echt mal Heilung einsetzen. Damit würde ich gerne wählen.
sein, ne? Vielleicht später. Du kannst also mal weg zu deinem Schlager. Ja, ich bin durch die Schule. Ich wollte diesen schrecklichen Ort nie wiedersehen. Doch die Geister von Bloody Chopper wollen Gerechtigkeit. Deshalb sind wir doch hier, oder? Genau deswegen. Und wegen des Koffers voller 100 Dollar Scheine. Ich glaube, dein Partner mag mich nicht. Ich mag dich auch nicht, aber dazu sind wir nicht hier. Je schneller du uns zum Bladitschs Lager bringst, desto schneller kommst du zurück zu Maul und Wodka. Sehr gut, folg mir. Hey, Frauen und Wodka. Oh, das war Operation Erzengel. 16 Minuten wäre die Folge schon etwas sehr kurz. Deswegen machen wir gleich das nächste. Hauen wir gleich noch mit hinten dran, weil theoretisch ist es doch dasselbe, oder? Messer 3-2, also gehört für mich dazu. Over. Verstanden, Uniform. Alles läuft nach Plan ab. Verstanden, Razor. Kann er liefern? Er glaubt schon, aber meiner Meinung nach ist das Ergebnis nicht das, was Sie erwartet haben, Colonel. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, bis die Mission erfolgreich beendet ist, Sergeant. Halten Sie das Ziel an der kurzen Leine, besorgen Sie das Bildmaterial und Rückzug. Bestätigen Sie. Jawohl, Sir. Wir sind dran. Was will der Colonel machen, wenn ich einfach abdrücke? Das warst du, oder? Messi, Messi. Ab jetzt gehen wir leise, okay? Du brauchst nicht jeden umzunieden, den du siehst. Nur die Clowns, die den Nerv haben, sich uns in den Weg zu stellen. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, dass wir Vladic finden. Ja, Vladic ist im Park. Vom dritten Stock solltet ihr gut eure Fotos machen können. Los, wir müssen vorsichtig sein. Überall Soldaten. Alle in Deckung. Warte, bis er sich absetzt. Okay, knall den Typen am Fenster ab. Ruckzuck. Abknallen! Keine Gnade! Hier lang. Schlecht geschossen, ey. Was war denn da los bei mir? Oh nein! Feuer frei! Erledigt! Ich einfach geschoben wurde, ey. Alles klar. Los. Tja, hätten wir einfach leise vorgehen können, ne? Wäre das einfacher gewesen. Wir gehen noch einen Stock höher. Alter, ein Massengrab, wie übel. Kein Vladic in Sicht. Oh Mann, kannst du diese Scheiße glauben? Nein.
alles hinter uns. Diese verdammten Tiere! Wir sollten herüber und alle umbringen! Scheiß auf Wheelers Mission! Wir sind schon sehr lange Freunde, daher habe ich das jetzt überhört. Du musst dich jetzt zusammenreißen, und zwar sofort. Wir dürfen uns keine Fehler leisten. Du hast gesagt, Vladic ist hier! Was wird das hier? Woher soll ich wissen, wo Vladic ist? Das Schwein ist wahrscheinlich betrunken in seine eigenen Pisse eingepennt. Woher soll ich's wissen? Vladic ist nicht die Mission, Karl. Unsere Aufgabe ist der Film. Du siehst doch, was draußen los ist. Worauf warten wir? Wir sollten Vladic sofort killen und uns so einen zweiten Besuch sparen. Hier geht es nicht nur um einen Mann, Karl. Die Welt muss diesen Film sehen. Die NATO lässt keinen weiteren Völkermord in Europa zu. Und wie viele Unschuldige müssen noch sterben, bevor diese bekackten Bürohengste sich entscheiden, dagegen etwas zu unternehmen? Wir wissen nicht mal, wo Vladic ist. Ich kenne deinen Ort. Ich hol mir Vladic. Allein, wenn's sein muss. Oha. Na, ich glaube, ich sollte lieber mitgehen, notfalls. Fuck. Du bringst uns zu Vladic ohne Tricks, sonst bist du tot. Verstanden? Ja, verstanden. Hör zu, Panzer im Anmarsch. Verstecken. Und nun? Sehen wir, was passiert. So viel zum Laden. Es ist okay. Wir gehen auf die andere Seite. Bleib nah bei mir und tut, was ich sage. Du gehst voran, aber mach keine Dummheiten. Okay, los geht's. Leise, ey. Da, kümmert euch um die Soldaten. Benutzt ein Messer. Der linke Hurensohn ist für mich. Du stehst wohl auf Abschlachten. Wie fühlt sich das an? Karl, verdammt, Mann. Bring das unter Kontrolle. Verstanden. Vladic-Männer haben es verdient zu sterben. Halt die Klappe und geh. Dort. Das Glück ist mit uns. Ja. Oh nein! Schieß, Cole! Netter Schusspartner. Hier lang. Sei nie zu vorlaut, du Idiot. Vielleicht hört dich noch jemand. Außerdem laufen die genau dahin, wo wir jetzt auch hinlaufen. Oder die sind dahin gelaufen, wo wir auch langlaufen. Schalte du die Patrouille aus, ich nehme den anderen. Es soll kein Alarm ausgelöst werden. Roger. Guter Abschuss, folg mir. Ich bin mal gespannt, ob wir das kriegen, was wir wollen. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen.
Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne einen Daumen da lassen. Ansonsten kommentiert, was euch gefallen hat, was euch natürlich nicht gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Abonniert den Kanal, damit ihr demnächst keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.